Jo, herzlich willkommen zum zweiten Teil Front Wing Bauen. Schön, dass du wieder oder zum ersten Mal dabei bist, wenn letzteres der Fall ist. Hier geht es zum ersten Teil, zum besseren Verständnis. Solltest du den anschauen, geht aber auch nur der zweite, obwohl ich dann natürlich ein bisschen beleidigt bin. Genauso wie wenn du nicht den Kanal abonnierst. Ja, typischer YouTube-Spruch. Aber muss auch ab und zu mal sein. Starten wir. Hier oben ist die Outline perfekt und das hier ist ein rechter Winkel und hier ist Tape dran, sodass hier oben an der Outline nichts weggeschliffen wird. So kann ich die Outline halt original nach hier unten übertragen. Geil, wa? Es gibt doch mehr zu diesem ganzen Prozess zu sagen, als ich dachte. Deswegen mache ich jetzt nachträglich noch ein paar Audiokommentare. Also, das hier ist der Plan. In die Mitte kommt ein Holzstück und die beiden Flügel kommen an die Seite. Wozu braucht man das Holzstück? Das muss den Druck der Schrauben abhalten. Das könnte der laminierte Schaum an sich nicht. Das Holzstück gibt auch das Profil vor, sieht man hier. Zur späteren Befestigung an der Fuse Latch habe ich jetzt schon Löcher hineingebohrt und die ausgekleidet mit Epoxidharz, damit da kein Wasser eindringen kann. Man sieht in der Einstellung jetzt, ich habe vier Löcher gebohrt, ne, 1, 2, 3, 4. Der Hintergrund ist relativ einfach, es geht im Endeffekt nur um Hebelkräfte. Also wenn ich hier einen Druck ausübe auf die Rail, kommt das über den Mast in die Fuse Latch. Die Fuse Latch möchte sich so drehen zu einer Seite. Und wenn die sich drehen möchte, dann geht es hier um einen Hebel. Also angenommen, die Schraube wäre hier in der Mitte, dann würde an der Schraube gezogen werden und hier auf der Seite würde gedrückt werden. Ne? Also die Fuse Latch drückt sich hier rein, hier auf der Seite will sie sich abheben. Und es geht darum, diesen Hebel zu vergrößern, damit es halt steifer ist, besser hält und der Druck hier nicht so stark wird auf den Wing. Weil eventuell irgendwann, glaube ich nicht, aber kann er sich halt auch mal eindrücken. Deswegen mache ich die Schrauben weiter nach außen. Möchte die Fuse Latch sich jetzt nach hier drehen, dann zieht es hier und drückt hier und das ist ein viel besserer Hebel als das hier. Und kurz gesagt habe ich durch diese Schrauben 1 cm oder noch ein bisschen mehr Fuse Latch Breite gespart. Und je schmaler die Fuse Latch, desto schnittiger ist sie natürlich. Einfach, aber wirksam. Natürlich spare ich hier auch die 20 Gramm und bohre nochmal Löcher in dieses Holzstück. Dann kommt da angedicktes Epoxidharz dran. Die beiden Flügel werden auch schon mal grob zurechtgeschnitten mit dem Heißdraht. Und dann wird beides über Nacht zusammengeklebt. Hier ist dann die Kamera ausgefallen, aber ich denke, man kann sich das schon vorstellen. Ich habe hier jetzt die Dicke angezeichnet und die werde ich jetzt erstmal hier runterschleifen und dann taste ich mich langsam immer weiter ran. So, ich habe mir die wichtigsten Linien abgetaped. Das ist einmal hier die dickste Stelle, ne, an der dicksten Stelle von diesem Profil. Dann hier vorne die Profilnase oder Anströmkante und hier hinten die Abrisskante. Und alles dazwischen mache ich jetzt frei an. Beim Shapen muss man natürlich viel systematischer arbeiten, als das hier in dem Video vielleicht rüberkommt. Gerade bei symmetrischen Teilen ist es wichtig, dass man beide Seiten gleich behandelt. Das heißt, mit dem gleichen Druck arbeitet, in die gleichen Richtungen schleift, gleich oft entlang schleift. Da hilft natürlich etwas Erfahrung, auch im Umgang mit dem Schleifgerät. Und die Schleifgeräte sollten natürlich auch geeignet sein. Also hier jetzt ein großes flaches und ein paar, die ein bisschen biegsam sind. Aber abgesehen davon kann auch, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, eine wirklich fanatische Akribie da einiges bewirken. Das heißt, man misst ganz oft, das schadet sowieso nie, man hat ein einigermaßen Augenmaß, kontrolliert sich da immer wieder selbst und da konnte ich in Projekten, die ich mit Kumpels gemacht habe, die jetzt das nicht ständig machen, wirklich feststellen, dass man da sehr weit kommen kann. Vielleicht mal so zum Mut machen. So, das ist mein Frontwing ready for lamination. Das hier ist übrigens eine Schaumirritation. Also das ist einfach bei der Produktion falscher Schaum mit reingekommen, ist aber auch nicht schlimm. Ist genauso hart. Hier habe ich einmal ein bisschen viel abgenommen, das muss ich wieder aufspachteln, ist auch kein Ding. Und konsequenterweise hätte ich genau an diesem Punkt schon mit diesen Anströmkantenschablonen arbeiten müssen, die ich im letzten Video vorgestellt habe. Das habe ich erst dann später gemacht, geht trotzdem jetzt noch einigermaßen klar. Aber es wäre natürlich leichter gewesen, den Schaumkern so hinzuschäden, dass die passen. Und nicht erst dann später irgendwie drauf zu bauen, dass das alles gut funktioniert hat. Alles jetzt zum Glück.
wie ihr dann im nächsten Video dann auch detailliert sehen werdet. Aber das müsste man eigentlich jetzt am Shape schon machen. Gut, im nächsten Video wird er fertiggestellt und dann geht es langsam weiter mit dem anderen Kram. Ciao.